Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier sind die Sons of Libertas. Wie man sieht, bei tollem Wetter hinter uns die Global Marihuana March Demo. Ich schätze mal, sind so 200 bis 300 Leute da. Gute Stimmung, gute Laune. Ja, wir werden gleich noch ein paar Interviews machen. Viel Spaß dabei. Warum sollte Cannabis eurer Meinung nach legalisiert werden? Ja, hallo, ich bin Rodion, das ist mein Freund Robert. Wir sind beide von den jungen Liberalen. Warum Cannabis legalisiert werden sollte? Ich finde, man sollte das Ganze so ein bisschen, oder bei vielen Fragen sollte man das Ganze rational betrachten. Was sind Fakten, was ist logisch sinnvoll? Wenn wir Cannabis vergleichen mit anderen Substanzen, die wir heute erlaubt haben, sprich Alkohol und Nikotin, sehe ich persönlich und sieht die Forschung, sehen Mediziner kein erhöhtes Risiko, was Sucht angeht, was Krankheit angeht oder zumindest kein prinzipiell anderes Risiko als diese vorher genannten Substanzen. Wieso soll eine Substanz verboten werden, wo nachweislich kein Zellgift wie Alkohol ist oder Opiat, wo keine körperliche Abhängigkeit entstehen kann? Um den Konsumenten und auch den kranken Menschen das Cannabis barrierefrei zur Verfügung zu stellen. Es geht ja hier auch um Menschenrechte, um Entscheidungsfreiheit. Wir haben das ja jetzt mittlerweile seit fast 100 Jahren, dass Hanf kriminalisiert wird. Und ständig erlebt man, wenn man sich mal ein Tütchen rauchen will, dass man erstmal loslaufen muss zu zwielichtigen Gestalten und die überreden muss, ihnen ihr Zeug zu verkaufen. Um den Schwarzmarkt grundsätzlich mal auszutreiben. Die Einstiegsdroge ist nicht, wie häufig gesagt, Cannabis, sondern eben der Alkohol. Weil es nicht sein kann, dass Leute, die einfach nur für sich einen rauchen wollen, Gefahr laufen, dass sie sich irgendwie straffällig machen, wo andere sich wegsaufen. Er ist ja bei uns nicht aus logischen Gründen, sondern aus geschichtlichen Gründen verboten. Das macht für uns keinen Sinn, deshalb finden wir, sollte Hanf legalisiert werden. Weil mit einem Verbot führe ich auch immer eine Verelendung hervor. Wie sollte diese Legalisierung vonstatten gehen oder aussehen? Man kann das durchaus auch auf kommunaler Ebene machen. Wir Piraten fordern ja zurzeit, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber die, kann man das sehen? Zumindest plakatieren wir das sehr stark zurzeit in Köln. Da steht nicht umsonst, weniger Kriminalität in Köln legalisiert. Also das ist eine ganz kommunale Forderung, die wir haben vor dem Hintergrund eines Cannabis Social Clubs. Das kann eine lokale, eine kommunale Stadt nämlich entscheiden über das Gesetz. Sie können eine Ausnahmegenehmigung beantragen, wo dann in einem Shop, in einem Laden, in einem Club, wie auch immer, unter kontrollierten Bedingungen Cannabis abgegeben wird. Das Wichtigste ist erstmal, dass man eine Öffentlichkeit herstellt, dass man einfach die Leute aufklärt und diese Dogmen beseitigt, die einfach da sind. Ja, man könnte sich erstmal an anderen Staaten orientieren, zum Beispiel, wie hat das in Holland stattgefunden? Da muss es ja auch irgendwann entweder einen Umbruch gegeben haben oder wie auch immer sind die dazu gekommen und dort hat es ja auch funktioniert, das zeigt sich ja auch. Als erstes Hilfe für die Bedürftigsten. Das heißt natürlich Leute, die das medizinisch nehmen müssen. So wie halt mit Alkohol vielleicht, so ähnlich, dass man es halt kaufen kann, wenn man Bock hat. Des Weiteren fordern wir gleichzeitig noch, dass die Bauern bei uns im Kreis, wir sind ja ein ländlicher Kreis, wir haben auch ziemlich viele Bauern, dass die ermutigt werden vom Kreis her auch Nutzhanf anzupflanzen, damit es endlich auch auf dieser Seite ein Umdenken gibt. Welches Potenzial hat Hanf außer als Rauschmittel? Ja, Pascal sagte das eben schon, die Redner haben da vorhin ganz toll drüber philosophiert, zum Beispiel medizinischer Verwendungszweck ist eine ganz wichtige Sache, dass man auch von den Krankenkassen Gras verschrieben bekommen kann, weil Gras ein ganz tolles Schmerzmittel ist, was halt quasi keine Nebenwirkung hat, außer eben den Rausch. Und das ist ja ein sehr klarer Rausch im Gegensatz zu Alkohol. Und ich persönlich komme mehr aus der medizinischen Sparte und dort gibt es viele, viele Untersuchungen, dass der Cannabis-Rauch, aber insgesamt auch das Cannabinoid, also der Wirkstoff aus dem Cannabis, aus der Cannabispflanze, hilfreich sein kann, beispielsweise bei der Behandlung von krebskranken Patienten, insgesamt bei der Behandlung von Schmerzpatienten, die wir heute mit deutlich stärkeren Drogen, mit den Opiaten behandeln. Das medizinische Cannabis, da gibt es insgesamt, der Bedarf wird geschätzt auf 1 Million Bedürftige und die kriegen keinen Zugang. Wir haben zurzeit 250 Menschen in Deutschland, die es bekommen und die Finanzierung, die muss jeder selber tragen, mit einer Ausnahme, die MS-Patienten mit spastischen Lähmungen.
Wir haben eben gehört, dass das sogar gegen Tourette und so helfen kann. Es gibt also, es ist bei grauem Starbucks eingesetzt, bei Multipler Sklerose. Es gibt einen unglaublich großen, ein großes Abdeckungsfeld, was diese Pflanze als Heilpflanze auch bewirkt. Ja, medizinische und dafür, dass man relativ regional sich Sachen zum Anziehen davon machen könnte. Und das ist auf jeden Fall ökologisch. Fasern, Handfaser, Jeans. Die erste Levi's war aus Hanf. Warum? Hanf ist einfach viel belastbarer wie Baumwolle. Ich kann es einsetzen, um zum Beispiel Felder zu begrünen, einfach so, anstatt dann halt, man muss ja das Feld auch irgendwann lockern. Und da kann ich dann zum Beispiel auch Hanf einsetzen. Das wurde auch früher so gemacht. Meine lieben Sportler, die aufbauen wollen. Es gibt kein pflanzliches Eiweiß, was so hochwertig ist wie Hanfsamen. Naja, ich meine, das wird in der Baustoffindustrie verwendet, als Dämmung und so ein Zeug. Übrigens, ich komme aus Bayern, ne? Bier mit Hanf schmeckt auch, statt Hopfen. Gibt einen tollen Geschmack. Stehst du generell zur Drogenprohibition? Ja, die Drogenprohibition, wie wir sie jetzt haben, die ist fehlgeschlagen. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das ist einfach ein falscher Weg. Man kann Leute nicht durch ein Verbot, kann man das nicht eindämmen, dass sie das nicht benutzen. Wir sehen es, dass trotz Prohibition diese Droge oder generell Drogen eingesetzt werden en masse. Und wir sehen auch, dass diese Prohibition eigentlich gar nichts bringt. Ich komme aus einer kleinen Stadt mit unter 10.000 Einwohnern, die Stadt in Niederbayern. Und wir hatten mehr Konsumenten. Wir hatten mehr Konsumenten als in Amsterdam pro Kopf, weil das Verbot eigentlich für den Jugendlichen nur das noch mehr fördert. Ich finde die Prohibition in Deutschland eigentlich sehr gut, mal abgesehen davon, dass Cannabis nicht legalisiert ist. Es ist natürlich immer schwierig, weil es ein Freiheitsangriff ist für uns. Dazu zählt natürlich aber auch gleichzeitig eine Aufklärung, die ich habe. Denn es ist ja Schwachsinn, ich kann doch keine Aufklärung machen, wenn ich die Leute sage, das darf ich hier, das ist verboten, aber wir klären dich trotzdem auf. Sondern es müsste eine Aufklärung geben, die den Leute dann auch zum mündigen Drogenkonsum anleitet und im Idealfall natürlich dafür sorgt, dass sie gar nicht erst zu Drogen greifen, weil sie einfach wissen, was hat das für mich für Nachteile oder was bringt mir die Droge überhaupt. Die Prävention ist eigentlich so der erste Schritt. Und wenn die Prävention stabilisiert, installiert ist in der Gesellschaft, dann kann man grundsätzlich sämtliche Drogen aus dem illegalen Raum rausnehmen. Aber man sollte schon gewisse Grenzen setzen bei manchen Drogen. Also die Leute, die sie nicht nehmen, machen dann die Gesetze und reden von etwas, wovon sie leider keine Ahnung haben. Es bringt eigentlich nur Unkosten. Wir haben einen riesen Polizeiapparat, der das alles durchsetzen muss, wo die Polizisten selber nicht überzeugt sind, weil sie gar da sitzen und dann einfach sehen, das bringt gar nichts, was ich mache, wenn ich die kleinen Leute hier rausfische. Dann gibt es immer noch größere und im Grunde genommen ist das immer ein Katz-und-Maus-Spiel und das hat gar keinen Sinn. Wie siehst du die Nachteile, also wo sind die Nachteile unserer momentanen Drogenprohibition? Es werden einfach ehrliche, seriöse, korrekte Menschen in die Illegalität gezwängt, ihre Existenz beraubt, sprich Führerschein, dadurch meistens dann Beruf, Job. Ich finde es furchtbar. Die Auswirkung, die wir jetzt zurzeit auf der kommunalen Ebene einfach haben, ist, dass wir eine Drogenszene haben, dass kriminalisiert werden, weite Teile der Bevölkerung, auch schon wegen kleiner Vergehen, die wir ja einfach in Köln haben. Es kann ja nicht sein, dass man aufgrund von so einem Bagatell da irgendwie so kriminalisiert wird. Wir brauchen da eine klare rechtliche Regelung, auch eine Sicherheit für die vielen Bürger, die mit Cannabis umgehen wollen. Man muss sich vorstellen, im Jahre 2013 haben wir 250.000 Drogendelikte, die erfasst worden sind. Davon sind 65% Cannabiskonsum, also da liegt der Cannabiskonsum zugrunde. Sprich, wir reden hier von ca. 140.000 Leuten, die Repressalien haben wegen Cannabiskonsum. Ja, also ich denke mal, dass das größte Problem einfach ist, dass es ist ja nicht nur so, dass die Droge kriminalisiert ist, sondern es werden auch Zehntausende von Konsumenten kriminalisiert. Wir haben ein Riesenproblem im Straßenverkehrswesen. Wir sehen, dass Leute, die über die Straße laufen und sich mal einen Joint rauchen, von der Polizei aufgegriffen werden und anschließend, nur weil sie gelaufen sind, dann vom Straßenverkehrsamt Post bekommen, weil sie ja zufällig noch einen Führerschein haben. Und da wird ihnen vorgeworfen, dass die nicht mehr fahren können, dass sie ungeeignet sind, einen Führerschein zu führen. Und das muss aufhören. Ich bin ja auch nicht, wenn ich mit einem Kasten Bier oder so da langlaufe oder mir gerade eine Flasche kippe, da bin ich ja auch nicht verdächtig als jemand, der nicht Auto fahren kann. Zum Beispiel mit Hilfe von Social Clubs können wir hingehen und können einen Verbraucherschutz garantieren. Man muss sich vorstellen, dass sich heutzutage immer noch Patienten auf dem Schwarzmarkt bedienen müssen, um an ihr Cannabis zu kommen und laufen dann noch Gefahr, zum einen, dass sie eben gestrecktes Material bekommen, also im Zweifel sogar da noch zusätzlich ihre Gesundheit gefährden, und zum anderen eben, wie gesagt, der Schwarzmarkt blüht weiter auf und das kann alles nicht sein. Also es muss über die Krankenkasse finanziert werden. Zu viel Chemie.
Es gibt mittlerweile so viel. Ich hatte auch mal ein Erlebnis, da habe ich mir was gekauft und dann war da irgendein Schrott drin und das, mir ging es so dreckig danach. Und das ist besser, wenn man das jetzt auch legalisiert, dass man dann Vernünftiges hat und nicht von irgendeiner zwielichtigen Gestalt irgendwie komisches Zeug angedreht gekriegt, wo man dann halb dran stirbt. Ich meine, jeder, der normal aufgewachsen ist, hat auch mal irgendwo an einem Joint gezogen oder so. Und ich finde halt nicht, dass das irgendwie ein Grund... Nee, ja, ich auch nicht, aber... Ne, aber soll es geben. Und was vergessen wird, ist, dass der Suchtkranke an sich krank ist. Er kann... Er ist natürlich teilweise gerne mit damit für verantwortlich oder auch ganz, dass er einmal in diese Erkrankung abgedriftet ist. Aber wenn er erstmal krank ist, ist er abhängig und muss behandelt werden. Und da gibt es auch noch viele Stigmata, viele Probleme, die auch mit der aktuellen Drogenpolitik zusammenhängen. Wenn jemand Hilfe braucht, dann ist er was zuallererst, er ist kriminell. Niemand kann sich öffentlich hinstellen und sagen, ich habe da ein Problem. Man muss das unter versteckter Hand machen. Also letztendlich, die Drogenberatung hat dadurch auch riesen Schwierigkeiten, an Leute überhaupt ranzukommen. Also ich meine, das ganze Geld, was dafür ausgegeben wird von der Polizei, um Drogenkriminelle zu finden, könnte man genauso gut in Drogenprävention stecken, damit man halt eben über die Ursachen und Wirkungen von diesen Drogen aufklären könnte. Verbote sind einfach immer, die machen Angst, die nicht da sein müsste. Wunderbar, genau so sehen wir das auch. Verbote sind beschissen. Ja. Dann danke ich dir für deine Zeit. Gerne. Und wünsche noch einen schönen Tag. Danke, viel Erfolg noch. Danke sehr. Thank you.